Ja, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Anschluss an Beratungen der Bundesregierung und der Herr Bundeskanzler mit dem ersten Statement. Bitte schön. Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Vizekanzler, liebe Kollegen in der Bundesregierung, sehr geehrte Damen und Herren, wir dürfen heute Gott sei Dank wieder einmal gemeinsam gute Nachrichten verkünden. Wir haben nach wie vor in Österreich sehr niedrige Ansteckungszahlen, wenn man sich zum Beispiel die Zahlen heute ansieht, 5 Bundesländer ganz ohne Neuinfektionen, 2 mit einem Fall, 1 mit 2 Fällen und ein Bundesland mit 23 Fällen. Wir haben in den letzten Tagen, ich möchte sogar sagen in den letzten Wochen, stets herausragende Werte gehabt bei den Neuinfektionen. In den letzten Tagen stets Neuinfektionszahlen von unter 50 pro Tag. Also wir sind in Österreich auf einem guten Weg und wir dürfen uns alle gemeinsam bei der österreichischen Bevölkerung bedanken. Die Menschen in Österreich haben viele Opfer erbracht, haben viele Anstrengungen unternommen, die es möglich gemacht haben, dass wir heute so gut dastehen. Wir können daher in die nächste Phase eintreten. Weniger Regeln, mehr Eigenverantwortung. Der nächste Schritt in Richtung Normalität kann gesetzt werden und das ist gut so. Gerade was die Maske betrifft, ist uns vollkommen bewusst, der Mund-Nasen-Schutz, das war und ist ein Kulturwandel für Österreich. Das war und ist ein Kulturwandel für alle von uns. Und auch wenn wir eigentlich alle gerne sofort darauf verzichten würden, so können wir noch nicht gänzlich darauf verzichten. Aber was möglich ist, aufgrund der guten Entwicklung, wir können, und das ist gut so, Schritt für Schritt die Maske ein Stück weit ablegen. Und wir sind froh, Ihnen heute weitere Details der Lockerungen präsentieren zu dürfen. Nach den Lockerungsschritten, die wir bereits in den letzten Wochen setzen konnten, ist es aus heutiger Sicht möglich, dass wir ab 15. Juni den Mund-Nasen-Schutz verpflichtend nur noch in 3 Bereichen tragen müssen, nämlich zum ersten in den öffentlichen Verkehrsmitteln, zum zweiten im Gesundheitsbereich inklusive der Apotheken und zum dritten bei Dienstleistungen, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, wie zum Beispiel bei Friseurinnen und Friseuren und auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Gastronomie. Das bedeutet, dass der Mund-Nasen-Schutz nicht mehr verpflichtend im Handel oder auch der Schule zu tragen ist, dass er für Konsumenten in Gastronomie und Tourismus nicht mehr verpflichtend zu tragen sein wird. Wir empfehlen aber dringend, und ich habe einleitend gesagt, die Eigenverantwortung wird wichtiger, wir empfehlen dringend, den Mund-Nasen-Schutz natürlich überall dort nach wie vor zu verwenden, wo es Menschenansammlungen gibt, wo es eng ist und wo mit fremden Menschen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Wir sehen es auch positiv, dass viele Unternehmen, dass viele Institutionen in Österreich selbst sich Sicherheitskonzepte überlegt haben und so einen Beitrag dazu leisten, dass wir die Ansteckungszahlen weiterhin niedrig halten können. Darüber hinaus, sehr geehrte Damen und Herren, haben wir auch weitere Lockerungsschritte für die Gastronomie beschlossen, und zwar auch ab 15. Juni soll die Sperrstunde auf 1 Uhr ausgeweitet werden und die Aufhebung der 4-Personen-Regel stattfinden. Das bedeutet, der Abstand zwischen Gruppen, die nichts miteinander zu tun haben, der bleibt natürlich 1 Meter. Also die Tische müssen weiterhin 1 Meter zumindest auseinanderstehen, damit der entsprechende Mindestabstand bei Gruppen, die nichts miteinander zu tun haben, gewährleistet ist. Aber wie groß die einzelnen Gruppen sind, die hier gemeinsam in der Gastronomie essen gehen wollen oder konsumieren wollen, das können die Wirte gemeinsam mit ihren Gästen selbst entscheiden. Abschließend, bitte unterliegen wir alle gemeinsam keinem Irrtum. Das ist mir bei all den Lockerungsschritten, die wir Gott sei Dank setzen können, wichtig zu betonen. Das Virus ist nicht ausgelöscht. Wir haben es geschafft, dass die Infektionszahlen in Österreich irrsinnig schnell gesunken sind. Aber genauso schnell wie Infektionszahlen sinken können, können sie auch wieder ansteigen. Wir sollten daher
alle gemeinsam nicht leichtsinnig werden. Wir sind froh über die Entwicklungen in Österreich, aber wir wissen anhand unserer Partner in Singapur, in Südkorea, wie schnell es wieder zu einem Anstieg kommen kann. Und daher werden wir als Bundesregierung auch stetig die Maßnahmen anpassen müssen. In dem Fall derzeit sind wir froh, dass wir diese Anpassungen vornehmen können, weil das bedeutet Lockerungen. Ich bin aber auch so ehrlich, dass ich heute dazu sage, wenn die Situation sich verschlechtert, dann wird es notwendig sein, regional wieder Maßnahmen zu steigern. Wir sind hier in engem Dialog mit den Landeshauptleuten und sowohl in der Bundesregierung als auch in den Ländern ist das Bewusstsein da, dass wir bei einer Steigerung der Ansteckungszahlen in gewissen Regionen natürlich regional darauf reagieren müssen. Wenn es über Regionen hinausgeht, dann wird es notwendig sein, national darauf zu reagieren. Das ist unsere Verantwortung als Regierung, die Verantwortung, die jeder Einzelne hat. Und das ist meine abschließende Bitte an jeden Österreicher, an jede Österreicherin. Die Grundregeln, die gelten nach wie vor und sie sind in Wahrheit das Allerwichtigste. Überall dort, wo es möglich ist, halten wir zumindest einen Meter Abstand. Überall dort, wo es möglich ist, halten wir Abstand und verzichten wir auf das Händeschütteln oder andere Begrüßungsrituale, bei denen man sich zu nahe kommt. Und natürlich gilt nach wie vor Hygiene, Desinfektion, das Tragen von Mund-Nasen-Schutz bei Menschenansammlungen oder wenn man sich zu nahe kommt aufgrund von Enge in gewissen Gebäuden, das macht Sinn und ist auch dann gut, wenn es jetzt nicht mehr verpflichtend sein wird, sondern in die Eigenverantwortung übergeht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Ich ersuche um das Statement des Herrn Vizekanzlers. Bitte schön. Ja, guten Tag und danke für Ihr Interesse. Ja, gemeinsame Anstrengungen haben zu gemeinsamen Erfolgen geführt. Wir wollen weiter auf diese Gemeinsamkeit setzen und deshalb bedanken wir uns noch einmal bei allen in Österreich Lebenden, die hier ja auch so intensiv mitgeholfen haben. Wir, die für Gesetze und Verordnungen zuständig sind, haben versprochen, Lockerungen und Fortschritte einzuleiten, wenn es die Situation erlaubt. Ja, und es ist schneller gegangen als geglaubt. Das Motto, schau auf dich, schau auf mich, war wesentlich mehr als ein bloßer Slogan, eine Kampagne, die, denke ich, gut war. Aber es hat auch zum Ausdruck gebracht, wie der neue Zusammenhalt in der Gesellschaft auch funktionieren kann. Viele haben sich immer gefragt, na, was tut diese Epidemie mit uns, mit der Gesellschaft. Und ich glaube, hier können wir stolz darauf sein, dass sehr, sehr viel gemeinsam gelungen ist. Und zunehmend, wir haben ja immer schrittweise agiert in letzter Zeit, und zunehmend wird Eigenverantwortung und Freiwilligkeit eine Bedeutung spielen. Diese Säule wird noch wichtiger werden. Schrittweise haben wir uns ja schon dorthin entwickelt. Und in aller Kürze könnte man sagen, mit dieser wiedergewonnenen Freiheit, die da und dort entsteht und symbolisch nach geradezu mit dem weiteren Ablegen des Mund- und Nasenschutzes, mit dieser wiedergewonnenen Freiheit, mit dem Freiraum, können wir uns umso stärker um Wirtschaft und Beschäftigung kümmern. Es ist uns völlig bewusst, dass wir dort ähnlich rasch vorwärts kommen müssen, da oder dort verbessern und anständig und frisch wieder antauchen. Wenn Sie so wollen, für viele wird gelten, Mund- und Nasenschutz runter und Ärmeln rauf. Will heißen, Ärmeln aufkrempeln, weitermachen. In diesem Sinne, das war's schon. Vielen Dank, Herr Vizekanzler. Herr Gesundheitsminister, bitte schön. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, die weltweite Pandemie ist nicht beendet, ist auch nicht unter Kontrolle in Wirklichkeit, was die weltweite Situation betrifft. Sie entwickelt sich nach wie vor besorgniserregend. Wir sind mittlerweile bei 5,8 Millionen bestätigten Erkrankungen. 5,8 Millionen Menschen, die positiv getestet sind, und von denen sind mittlerweile 360.000 Menschen verstorben. Das ist eine sehr, sehr dramatische Zwischenbilanz dieser schwersten Pandemie seit vielen Jahrzehnten. In Europa ebenfalls die Zwischenbilanz eine sehr, sehr dramatische, 2,1 Millionen Erkrankungsfälle, mittlerweile 176.000 Todesfälle. Wir haben in Österreich die Phase 1, wie Sie wissen, sehr offensiv Mitte März gesetzt, in einer Phase, wo wir dramatische Steigerungsraten pro Tag hatten, Steigerungsraten,
die eine Zunahme der Infektionsfälle zwischen 30, 40, 45, manchmal 50, einmal sogar 54% dargestellt haben und belegt haben. Und deswegen war es das erste Ziel, wie Sie sich erinnern können, Mitte März sehr gravierende Maßnahmen zu setzen, sehr frühzeitig, sehr harte Maßnahmen, muss man sagen, mit dem Ziel, wegzukommen von dieser exponentiellen Kurve und hinzukommen zu sehr, sehr kleinen, kontrollierbaren Zuwachsraten. Und genau dort sind wir jetzt seit einigen Wochen. Wir sind drastisch runtergegangen. Wir haben diese Phase 1 sehr, sehr gut bewältigt und gestern haben wir eine Studie, einen ersten Teil einer Studie präsentiert, wo Dr. Popper und sein Team, die ja für Österreich auch die Prognoseberechnungen für die Spitalskapazitäten tagtäglich durchführen, berechnet haben, dass bei ihrer Modellierung und laut ihrer Modellierung das Entscheidende der frühe Zeitpunkt gewesen ist, an dem wir diese Maßnahmen gesetzt haben. Eine Woche später, laut dieser Modellierungsergebnisse, hätte bedeutet, dass die Zahlen bis zu viermal so hoch gewesen wären und wir damit auch an den Rand unserer Kapazitäten der Spitalsinfrastruktur im Bereich der intensivmedizinischen Betreuung wir gekommen wären. Das heißt, ganz, ganz wichtig, richtige Maßnahmen, richtiger Zeitpunkt und das Commitment der Bevölkerung, die fantastisch mitgemacht hat. Phase 2 jetzt seit dem 14. April, damals mit dem ersten Öffnungsschritt, gibt es zu, ein gewisses Experiment war das. Wir haben ja keine Blaupausen, wir haben keine Vorbilder. Wir müssen das alles versuchen, selbst zu erarbeiten. Phase 2, die schwierigere Phase. Und 14.04., erster Schritt, 1.05., zweiter Schritt, damals mit dem Auslaufenlassen der Ausgangsbeschränkungen, 15.05. der dritte Schritt, 18.05. dann die Schulen. Das waren die großen vier Schritte bisher. Und Sie wissen, wir haben 14 Tage immer zwischen den Schritten Zeit gelassen, damit wir evaluieren, überprüfen können, weil sich eben die Maßnahme, eine mögliche Infektion durch die Maßnahme erst 10, 12, 13 Tage später in der Statistik niederschlägt. Und jetzt sind wir 14 Tage nach diesem dritten und vierten Öffnungsschritt und ich kann Ihnen wirklich mit großem Glück sagen, ja, wir haben bis zum heutigen Tag keinerlei negative Auswirkungen dieser Öffnungsschritte zu verzeichnen. Und das ist eine großartige erste Bilanz, aber das ist noch nicht das Ende, sondern wir sind mittendrin. Wir gehen ja immer auch einen kleinen Schritt wieder weiter. Heute großes Öffnungsprogramm mit dem heutigen Tag, das Wirklichkeit wird, von den Beherbergungsbetrieben bis zu vielen Freizeitbereichen und dem großen gesamten Bereich der Kulturveranstaltungen. Also heute eine gute Zwischenbilanz und ich möchte Ihnen das vielleicht mit zwei Bildern kurz zeigen, die, finde ich, sehr eindrucksvoll sind, weil sie dasselbe zeigen und die Veränderung innerhalb von 2 Monaten. Sie sehen hier pro Bezirk in Österreich die Neuerkrankungsfälle, die es gegeben hat, pro Bezirk, pro 100.000 Einwohner gerechnet, je 100.000 Einwohner, und zwar für den Zeitraum hier 22.03. bis 28.03., also genau vor 2 Monaten. Und da hat Österreich so ausgesehen, dunkel, relativ sehr, sehr viele Erkrankungsfälle damals, große Steigerungsraten damals. Und wie schaut Österreich jetzt aus? Von den Zuwächsen 2 Monate später kaum mehr Neuerkrankungsfälle in dieser Woche. Also eine extrem positive Veränderung in unserem Land, die durch die Anstrengungen aller Wirklichkeit werden konnten. Bundeskanzler hat schon kurz angezogen, wir sind deswegen heute in der Situation, dass wir heute nur mehr 27 Neuinfektionen haben, in den letzten 24 Stunden. Das ist ein Plus von 0,2%. Und dass wir heute neben diesen 27 Neuinfektionsfällen 61 Neugenesungen haben. Das heißt, die Zahl der aktiv Erkrankten geht weiter Schritt für Schritt nach unten. Wir sind heute bei 640 aktiv Erkrankten angelangt. Das ist wieder ein Minus von 20% innerhalb der letzten Woche. Minus 20%. Der Bereich der Hospitalisierungen liegt mittlerweile nur mehr bei 103 Personen. Also wir könnten da in den nächsten Tagen, wenn es gut geht, die 100er-Grenze unterschreiten. Wäre großartig. Auch da ein großartiges Minus in der letzten Woche von sage und schreibe 35%. 35% weniger Erkrankte, die in den Spitälern Österreichs
betreut werden müssen. Und im Bereich der Intensivstationen sind wir auf den Tiefstwert seit ganz langer Zeit, nämlich 25 Personen in den Intensivstationen. Auch dort ein Minus von 20%, das wir zu verzeichnen haben. Also, wir haben gemeinsam, und ich meine damit nicht die Bundesregierung, sondern alle gemeinsam in diesem Land, sehr vieles sehr richtig gemacht in dieser Phase und sind auf einem guten Weg derzeit. Der gute Weg geht in die richtige Richtung. Wir haben die richtigen Sicherungsmaßnahmen gesetzt. Die Bürger und Bürgerinnen haben sich großartig daran gehalten. Ich bin viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel unterwegs. Du triffst fast niemanden, der ohne Mund-Nasen-Schutz dort unterwegs ist. Das ist so ein Symbol. Viele haben keine Freude damit. Viele sagen zu mir aber trotzdem in der U-Bahn zum Beispiel, ich mache das dennoch, weil ich weiß, dass ich ein Teil der Lösung bin, weil ich mitmachen will, weil ich eine Mitverantwortung habe, dass sich diese Gesellschaft weiterhin gut in die richtige Richtung entwickelt. Wir haben uns das gemeinsam erarbeitet, was jetzt an Lockerungsmaßnahmen möglich ist. Und dieser nächste Schritt ist eben der 15. Juni, an dem wir diesen nächsten Schritt tatsächlich realisieren. Klar ist aber aus meiner Sicht zweierlei. Erstens, es ist noch nichts gewonnen. Leider kann man nicht Entwarnung geben, es ist noch nicht vorbei. Wir müssen sehr konzentriert weiterarbeiten, wir müssen sehr konzentriert uns weiter daran halten, was die Rahmenbedingungen sind, der Mindestabstand, die Hygienemaßnahmen, die zu realisieren sind, beziehungsweise die nun deutlich weniger Vorgaben, die da sind. Und ich bin überzeugt davon, die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land haben das ja größtenteils mittlerweile verinnerlicht, was etwas bringt, was notwendig ist, was ein Beitrag zum Schutz unserer Gesellschaft insgesamt ist. Das Virus ist noch nicht weg, das Virus ist nicht auf Urlaub, das Virus ist nach wie vor da und wir merken das etwa an relativ vielen asymptomatischen Fällen, die wir bei diesem Cluster Wien-Niederösterreich in den letzten 2 Wochen hatten. Wir haben dort über 200 Erkrankungsfälle und haben dabei über 2/3, das muss man sich vorstellen, asymptomatische Fälle. Das heißt Menschen, die keine Symptome haben. Und das ist das Risiko, das ist das Gefährliche an diesem Virus. Deswegen ist er so schwer kontrollierbar, weil ein Nachlassen bei den positiven Testergebnissen nicht automatisch bedeutet, dass es ihn in einem Bezirk oder in einem Land nicht mehr gibt. Und das ist das, was wir heute auch als Signal setzen wollen. Ja, wir werden dann sofort eingreifen, falls sich die Dinge in eine falsche Richtung entwickeln und falls uns die Infektionszahlen wieder nach oben gehen. Wir werden dann sehr konsequent auch wieder eingreifen, so wie wir jetzt konsequent die Möglichkeiten zur Lockerung nützen. Und aus meiner Sicht ist unser Hauptziel ja zu vermeiden, dass es eine zweite Welle gibt. Da sind wir uns alle einig, die wäre verheerend für unser Land, die wollen wir mit allen demokratischen, mit allen realistischen Möglichkeiten gemeinsam verhindern und unterbinden. Und ich bin überzeugt, wir können diese zweite Welle verhindern, wenn wir 3 Voraussetzungen verwirklichen. Nämlich wenn wir erstens alle konsequent weiter so handeln wie in den vergangenen Wochen mit den Handlungen, mit den Maßnahmen, die uns auf diese Erfolgsstraße gebracht haben. Mindestabstand, Hygienemaßnahmen und Einhaltung der bestehenden Vorgaben und mitdenken dort, wo wir in Eigenverantwortung jetzt handeln können und handeln sollen, dass wir unseren Beitrag leisten. Das Zweite ist, um diese zweite Welle zu verhindern, wir arbeiten sehr konsequent daran, dass wir dort, wo Fälle auftauchen, wo erste Cluster sichtbar werden, sehr schnell und sehr konsequent unsere Strategie des Containment 2.0 umsetzen, bis hin zu offensiver Teststrategie, sehr, sehr schnellen Testungen mit schnellen Testergebnissen. Wir haben da sehr kurzfristige Möglichkeiten oder Ziele definiert. Das heißt, es gibt diese Strategie 3x24 Stunden. Innerhalb von 24 Stunden nach dem Symptom muss die Testung da sein, innerhalb von 24 Stunden muss das Testergebnis vorliegen und innerhalb von 24 Stunden muss es das entsprechende Kontaktpersonenmanagement
zur Abgrenzung und zum Verhindern der Ausbreitung geben. Und das Dritte ist, verhindern können wir natürlich eine zweite Welle auch dann, wenn es zu Verschlechterungen kommt, dass wir sehr konsequent dann wieder eingreifen. Und das ist unser Commitment in dieser Bundesregierung, dass wir das selbstverständlich auch sofort dann machen würden, wenn es eine negative Trendumkehr geben würde. Vielen Dank. Herr Innenminister, bitteschön. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, mit der Ankündigung der Lockerungen verändert sich natürlich auch der Dienstalltag der Polizistinnen und Polizisten. Die Covid-Herausforderung war eine große, auch im Dienstbetrieb selbst für die Polizistinnen und Polizisten. Das reichte von striktester Urlaubssperre, vielen Dienststunden, hohe Polizeipräsenz zeigen, Einschreiten bei Verstößen, aber gleichzeitig auch, und das gilt weiterhin auch jetzt für diese heikle Phase, wo wir eine sehr gute Zahlenentwicklung haben und dennoch wachsam sein müssen, die Gesundheitsbehörden so gut als möglich bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Ich möchte ein großes Danke sagen an die Polizistinnen und Polizisten, die da besonders im Einsatz gestanden sind, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sicherheitsverwaltung, auf die wird gerne vergessen, weil man sie nicht wahrnimmt, weil sie nicht in Uniform sind, aber dennoch für weiterhin für unsere Sicherheit auch jetzt gerade in der Coronavirus-Krise gesorgt haben und sorgen. Genauso aber den Soldatinnen und Soldaten ein großes Danke sagen, die die Polizei massiv entlastet haben und es möglich gemacht haben, dass sich die Polizei in ursprünglichen Aufgaben so gut als möglich zusätzlich zu den Coronavirus-Aufgaben auch widmen konnte. Was meine ich damit, dass die Polizei weiterhin unterstützt? Wir haben jetzt österreichweit 47.000 Mal Quarantänemaßnahmen der Gesundheitsbehörden aktiv unterstützt. Das heißt, wir haben kontrolliert, ob die Quarantäne tatsächlich eingehalten ist. Wir haben über 2.800 Mal versucht, möglichst rasch mit den Gesundheitsbehörden Infektionsketten zu durchbrechen. Dieses Angebot steht ja nach wie vor und passt sehr gut zu dem, was der Gesundheitsminister gesagt hat, dass wir, sobald wir Neuinfektionen identifizieren, neue Cluster haben, rasch Infektionsketten auch mit Unterstützung der Polizei unterbrechen können. Darüber hinaus hat die Coronavirus-Zeit auch, wie soll ich es richtig ausdrücken, absurde Phänomene hervorgebracht. Also einerseits, die tatsächlich gefährlich waren für die Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, wenn ich an die Spukattacken denke. Und auf der anderen Seite haben wir ja auch das Phänomen gehabt, dass durch die Ausgangsbeschränkungen natürlich viel weniger Verkehrsteilnehmer auch auf unseren Straßen unterwegs waren, deutlich weniger, bis zu 60%. Und gleichzeitig hat sich ein absurdes Phänomen ergeben, dass plötzlich illegale Autorennen viel mehr sichtbar und spürbar geworden sind, auch dadurch, dass dramatische Unfälle sich ereignet haben und hier die Verkehrsabteilungen der jeweiligen Landespolizeidirektionen massiv gefordert waren und es auch noch sind, weil das kann tatsächlich Menschenleben gefährden und daher ist auch da die Polizeipräsenz eine wichtige gewesen in der Zeit des Coronaviruses. Und jetzt, wenn wir wieder zurückkehren zur Normalität, heißt ja auch wieder ein höheres Verkehrsaufkommen. Auch da wieder die Kontrolltätigkeit der Polizistinnen und Polizisten der Verkehrsabteilungen, gerade jetzt auch zum Pfingstwochenende, wo man versucht, jetzt wieder auch durch eine ganz hohe Kontrolldichte eines zu verhindern, nämlich Verkehrsunfälle und vor allem auch Leben zu retten, indem diese gar nicht stattfinden können. Für die Polizei selbst im Dienstbetrieb haben die Lockerungen, die heute angekündigt worden sind, natürlich auch Konsequenzen. Wir werden uns im Dienstbetrieb genau diesen auch anschließen. Es wird auch zu Erleichterungen für die Polizistinnen und Polizisten kommen beim Tragen des Mund-Nasen-Schutzes, genauso wie auch im Dienstbetrieb betreffend die Polizeiinspektionen. Da sind wir im Gleichklang mit allen anderen weiteren Lockerungsmaßnahmen und das wird auch zur Erleichterung tatsächlich dann für die Polizistinnen und Polizisten bei ihrem täglichen Einsatz führen. Eines ist mir noch wichtig, das war meine Rolle auch in der Höchstphase der Coronavirus-Krise als Innenminister, der sozusagen für die zivile Sicherheit der Republik verantwortlich ist, auch noch immer auch der Mahner zu sein in Verstärkung des Gesundheitsministers. Wir haben das Virus noch nicht ausgerottet, es ist weiterhin da und wir haben es in der Hand durch Eigenverantwortung mehr noch als je zuvor, das Virus nicht weiter ausbreiten zu lassen und vor allem auch einzudämmen und vielleicht hoffentlich auch bald tatsächlich verschwinden zu lassen. Das gelingt nur, wenn wir uns weiter an den Abstand halten, einhalten, den Meterabstand zu halten. Das ist weiterhin wichtig und gleichzeitig auch so schwer. Ich freue mich jedes Mal, jetzt, dass ich mit meinen Kindern meine Eltern besuchen darf, aber ich umarme sie bis jetzt nicht. Wie gesagt, sie sind in einer der vulnerablen Zielgruppen, weil sie 80 Jahre alt sind. Und daher gilt es auch da weiterhin Vorsicht walten zu lassen. Aber es ist gleichzeitig schön, sie besuchen zu können, gemeinsam essen zu können, aber trotzdem vorsichtig zu sein. Das, was heute noch gar nicht gefallen ist und gerade am Anfang der Coronavirus-Krise aber so oft erwähnt worden ist, bleibt weiterhin
lebensnotwendig, sage ich jetzt einmal, damit wir die Infektionsketten durchbrechen, das ist die Handhygiene. Die wird auch dazu führen, dass wir versuchen können, Infektionsketten tatsächlich hintanzuhalten. Das heißt, Abstand halten, Handhygiene, Verzeihung, und auch den Mund-Nasen-Schutz dort tragen, wo es notwendig ist. Das kann dazu beitragen, dass wir tatsächlich wieder zur ganzen Normalität zurückkehren. Wir sind zuversichtlich, die Österreicherinnen und Österreicher, die Menschen, die in Österreich leben, haben bisher dazu beigetragen, dass die Entwicklung so ist, wie sie ist. Und jetzt mit ein Stück weit mehr Eigenverantwortung kann es uns auch gelingen, dass wir zu unserer geliebten Normalität zurückkehren können. Vielen herzlichen Dank. Wir kommen jetzt zum Fragenteil. Erste Frage, Herr Westhoff von ORF Zeit im Bild, bitte. Eine Verständnisfrage und eine inhaltliche. Die Verständnisfrage wäre, beide Maßnahmen, sowohl Maskenpflichtlockerung als auch die Gastronomie, treten mit 15. Juni in Kraft. Und Sie haben auch kurz die Schulen erwähnt. Das heißt, auch an allen Schulen fällt mit 15. Juli die Maskenpflicht. Das wäre die Verständnisfrage. Und die inhaltliche wäre, was ist jetzt die wissenschaftliche Grundlage, wenn man so will, für die Entscheidung? Ist es, dass die Masken nichts bringen in dieser Situation mehr, oder ist es, weil die Gefahr einfach so viel kleiner geworden ist? Möchte ich noch einmal betonen, dass wir vom 15. Juni sprechen, also in 2 Wochen. Ich darf vielleicht auch noch einmal zusammenfassen, damit es keine Missverständnisse gibt, weil das ja, glaube ich, der inhaltlich wichtigste Part ist. Mit 15. Juni die Pflicht, den Mund-Nasen-Schutz zu tragen, erstens in öffentlichen Verkehrsmitteln, zweitens im Gesundheitsbereich und Apotheken und drittens im Bereich der Dienstleistungen, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, Friseure und andere Bereiche, sowie Mitarbeiter der Gastronomie. Das sind die Bereiche, wo der Mund-Nasen-Schutz weiter getragen werden muss. Was ist der Grund dafür, dass wir diese Lockerungen vornehmen? Der Grund dafür ist, dass wir von der Phase des Ausbruchs bis hin zur Phase der Normalität, wie wir sie hatten, nicht von 100 auf 0 gehen können. Wir haben richtig auf die massive Ausbreitung reagiert mit dem Lockdown. Wir haben danach das gemacht, was sich jeder wünscht und was auch notwendig ist, nämlich wir haben das Land, die Wirtschaft, die Gesellschaft langsam wieder hochgefahren. Und wir haben, weil der wissenschaftliche Rat immer war, 2 Wochen Abstände zu wählen, um genau die Entwicklung beobachten zu können, auch hier uns wieder dafür entschieden, dass wir innerhalb von 2 Wochen den nächsten Schritt setzen wollen. Das ist der Grund. Und natürlich bringen die Masken nach wie vor genauso viel, aber was sich ja jeder ausrechnen kann, ist, je kleiner die Zahl der Infizierten ist, je kleiner die Dunkelziffer ist, desto kleiner ist die Chance, mit jemandem in Kontakt zu kommen, der wirklich krank ist und der einen anstecken kann. Das heißt aber nicht, dass die Chance weg ist. Sie ist nicht auf Null, aber sie ist gesunken. Und wir versuchen, unsere Maßnahmen möglichst lebensnahe an das anzupassen, was notwendig ist, immer mit dem Zugang so viel Freiheit wie möglich, so viel Einschränkung wie notwendig. Das gilt für alle Maßnahmen, wie die Schließungen der Geschäfte, die Schließungen der Restaurants, die Schließungen der Schulen. Und das gilt natürlich auch für alle Begleitmaßnahmen, wie zum Beispiel die Masken. Und insofern, ja, keiner von uns kann prophezeien, wie sich die Situation in den nächsten Monaten entwickeln wird. Was wir Ihnen versprechen können ist, wenn es notwendig ist, härtere Maßnahmen zu setzen, werden wir das tun. Und was wir Ihnen genauso versprechen können ist, wenn sich die Situation weiter gut entwickelt, werden wir versuchen, immer weiter in Richtung Normalität zurückzukehren. Mit den Masken ist es nicht anders als mit der Schule oder den Geschäften und den Restaurants. Wenn Sie alle Geschäfte, Restaurants und Schulen geschlossen halten, dann ist die Gefahr, dass Sie sich dort anstecken, bei null. Und ähnlich verhält es sich mit den Masken. Je mehr, desto sicherer. Aber es ist eben immer ein Spannungsfeld zwischen einem Maximum an Freiheit und gleichzeitig einem Maximum an Sicherheit. Zusammengefasst würde ich sagen, wir gehen in Richtung mehr und mehr Eigenverantwortung, was, glaube ich, das richtige Konzept für unser Land ist. Was die Schulen betrifft, wird Minister Fassmann morgen eine Pressekonferenz abhalten, um Details bekannt zu geben. Was ich jetzt schon verraten kann, ist, dass genauso mit 15. Juni auch hier es Erleichterungen bei den Masken, also beim Mund-Nasen-Schutz geben soll. Dankeschön. ATV, Herr Schmidt, bitte.
Eine Frage zu den Regionalisierungen. Da wird ja derzeit ein Plan ausgearbeitet. Wie viel Spielraum werden dann die einzelnen Bundesländer haben, um das umzusetzen? Denn wenn die Maskenpflicht fällt und dann kommt vielleicht wieder ein Cluster, kann dann das Bundesland selbst entscheiden, wie man da wieder hochfährt? Und eine internationale Frage, weil Österreich jetzt Lockerungen sehr schnell umsetzt. Wie sieht es mit den Verhandlungen zum Beispiel mit Urlaubsländern wie Italien aus? Ist man da jetzt schon weitergekommen? Vielen Dank. Also ich kann vielleicht die Frage zu unseren Nachbarn und den Grenzen beantworten und eventuell gemeinsam oder der Gesundheitsminister die erste Frage. Was das Grenzregime in der Europäischen Union betrifft, haben wir als Österreich immer darauf gedrängt, dass es ein einheitliches Vorgehen geben soll, dass es ein europaweit akkordiertes Vorgehen geben soll. Das funktioniert so halbwegs, würde ich sagen, denn die Empfehlung der Europäischen Union war zunächst einmal Regelungen mit den Nachbarstaaten zu finden und dann darüber hinauszugehen. Wir haben bereits Regelungen akkordiert mit Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein, nämlich dass ab 15. Juni die Grenzen vollständig wieder aufgehen sollen. Wir sind mit unseren allen anderen Nachbarn in sehr guten Gesprächen und es wird nächsten Mittwoch eine Sitzung der zuständigen Minister in der Bundesregierung geben, also vom Außenminister über den Gesundheitsminister, die Europaministerin Ed Stadler. Und dort soll gemeinsam dann das Vorgehen entschieden werden für all unsere anderen Nachbarn, natürlich in Abstimmung mit diesen Ländern. Was man schon verraten kann, ist, dass wir in guten Gesprächen mit allen sind, dass wir mit fast allen eigentlich schon akkordierte Lösungen haben, die jetzt nur noch gemeinsam beschlossen werden müssen. Am schwierigsten ist die Situation epidemiologisch nach wie vor in Italien. Auch da ist unser Ziel, natürlich eine zeitnahe Lösung zu finden, aber Details werden wir dann nicht vor Mittwoch bekannt geben können. Es ist übrigens auch der Tag, an dem die Bundesrepublik Deutschland in der Regierung ähnliche Entscheidungen treffen wird wollen. Also ich hoffe, dass nicht nur wir am Mittwoch diese Entscheidungen treffen können, sondern dass auch Deutschland und hoffentlich möglichst viele andere Länder in Europa die für sie richtigen Entscheidungen treffen und wir schnellstmöglich natürlich den Binnenmarkt vollständig wiederherstellen können. Auch da gilt so viel Freiheit wie möglich im Binnenmarkt und so viel Einschränkung wie eben epidemiologisch notwendig. Oder willst du dann? Ich komme zu den Regionalisierungen, genau, zum ersten Teil Ihrer Frage. Ich bin immer sehr offen und ich glaube, das teilen wir alle miteinander in der Bundesregierung. Wenn seitens der Landeshauptleute oder seitens der Landtage Vorschläge kommen, dass wir diese ernst nehmen und miteinander prüfen, diskutieren. Auch in diesem Fall einschränkend muss man dazu sagen, auf völlige Vielfalt von Maßnahmen in diesem doch überschaubaren Österreich wäre verwirrend für den einzelnen Konsumenten und Bürger und die einzelne Bürgerin. Was an Vorschlägen von den meisten Bundesländern gekommen ist, ist auch weitgehend hier in diesem Lockerungspaket und Konzept des heutigen Tages mit eingearbeitet. Aber selbstverständlich kann es zwei Möglichkeiten geben in Zukunft. Wenn wir weiter auf Kurs bleiben und wenn wir weiter die Situation verbessern, dann werden wir gemeinsam mit den Bundesländern weitere Lockerungsschritte verankern und verwirklichen. Wenn dem nicht so ist und die Kurve in die falsche Richtung geht wieder und wir ein Ansteigen zu verzeichnen haben, na dann werden wir dann, wenn es nur ein Bundesland, nur einen Bezirk oder Ähnliches trifft, dann werden wir mit diesem Bundesland konkrete spezifische Maßnahmen verankern und erörtern. Wenn es hingegen ein Cluster ist, der sich über mehrere Bundesländer zieht, dann werden wir überlegen müssen, wie wir das gemeinsam auf Bundesebene realisieren. Das heißt, es wird ein Wissenschaftler, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, ein Wissenschaftler aus den USA hat das genannt, der Hammer and the Dance, diese Grundherangehensweise. Der Hammer, das waren die harten Maßnahmen und der Dance heißt ein Abwägen, kurzfristig angepasst, differenziert auch an die Situation der Entwicklung des Virus, denn der ist, Professor Thalam hat das unlängst so schön formuliert vom AKH, er ist ein Chamäleon. Er ist schwer berechenbar. Das heißt, es kann immer wieder auch Überraschungen geben, weil er sich auch verkleiden kann, weil er sich versteckt, weil er eben als asymptomatischer Patient oder bei einem asymptomatischen Patienten auftreten kann. Und darauf kann man dann, wenn es nur ein regionaler Ausbruch ist, auch regional reagieren. Und darauf wollen wir uns sehr, sehr gut mit den Bundesländern, die höchst kooperativ sind in diesen Fragen, muss ich auch dazu sagen, sehr offensiv vorbereiten. Denn in dem einen oder anderen Fall wird das kommen. Wir sehen das jetzt in Wien und Niederösterreich auch sehr stark.
stark und wir haben da eine Arbeitssituation, die vom Innenministerium bis zur Stadt Wien, vom Land Niederösterreich bis zur AGES und dem Gesundheitsministerium sehr, sehr gut ist. Dankeschön. Von der APO, die Frau Kreiner, bitte. Sie haben gesagt, ab 15 da dürfen alle wieder bis 1 Uhr in der Gastronomie aufsperren. Wie sieht es aus mit der Nachtgastronomie? Dürfen auch Clubs und Diskotheken wieder aufsperren? Wird es da Abstandsregelungen geben? Und Sie haben zwar angekündigt, für Mittwoch das weitere Grenzmanagement bekannt zu geben, aber nach wie vor ist es ja so, wenn ich zurückreise nach Österreich, muss ich mich 2 Wochen in Quarantäne begeben oder einen negativen Test vorlegen. Sind hier Änderungen geplant im Hinblick auf den Sommer? Ja, also das zweite Thema kann man mal ganz leicht beantworten. Das Ergebnis, dass mit 15. Juni die Grenze zu Deutschland aufgeht, war ein Ergebnis, mit dem wir zufrieden sind, aber ich verhehle nicht, dass wir gerne früher die Grenze geöffnet hätten. Das war eine Entscheidung, die wir dann gemeinsam mit Deutschland getroffen haben und wir stehen auch zu dieser Entscheidung. Was aber selbstverständlich jetzt auch schon Anfang Juni sichergestellt werden soll, ist, dass es von österreichischer Seite her kein Vorgehen mehr gibt mit Quarantänemaßnahmen für Menschen, die schlicht und ergreifend nur durchfahren. Sie wissen das vielleicht, wenn Sie nach Westösterreich schauen, da gibt es viele, die übers kleine deutsche Eck oder übers große deutsche Eck fahren und wo natürlich überhaupt keine Gefahr besteht, dass sich die irgendwo infiziert haben und wo es daher auch keinen Sinn macht, wenn die danach in Quarantäne müssen. Wir haben nur die österreichische Seite in der Hand. Das Innenministerium stellt das sicher, dass es dazu nicht kommt. Für die Deutschen können wir natürlich nicht entscheiden. Und da gilt eben, was gilt, nämlich, dass es die vollständige Öffnung erst mit 15. Juni geben wird. Bis dahin stichprobenartige Kontrollen, aber eben stichprobenartige Kontrollen. Wir können das nicht ändern. Was die Nachgastronomie betrifft, das ist ein besonders sensibler Bereich. Vielleicht kann der Gesundheitsminister auch aus Gesundheitsperspektive noch ein paar Worte dazu sagen. Erlauben Sie mir vielleicht, den wirtschaftlich relevanten Teil anzusprechen. Wir werden in den nächsten Wochen ganz intensiv mit einzelnen Branchen arbeiten, die eine längere Betroffenheit haben, sei es durch gesetzliche Vorgaben, die ihnen es unmöglich machen, ihren Betrieb zu führen, oder durch Umsatzeinbrüche, auch wenn es keine gesetzlichen Vorgaben mehr gibt. Das betrifft den Teil der Kulturschaffenden, wo schon viel geschehen ist, das betrifft den Bereich der Veranstalter, das betrifft den Bereich der Städtehotellerie, das betrifft den Bereich der Nachtgastronomie. War jetzt keine abschließende Aufzählung, nicht, dass sich jetzt hier gewisse Gruppen vergessen fühlen. Wir haben ein Bewusstsein in der Bundesregierung, dass es neben der allgemeinen wirtschaftlichen Herausforderung für uns alle einzelne Gruppen gibt, die ganz besonders betroffen sind. Und mit denen arbeiten wir gemeinsam an bestmöglichen Lösungen. Das ist komplex. Dafür gibt es auch keine internationale Blaupause. Aber wir arbeiten an diesen Lösungen, weil wir wissen, dass zum Beispiel, Sie haben die Nachgastronomie angesprochen, ich spreche jetzt eine andere Branche an, der Kongresstourismus zum Beispiel, der Städtetourismus, dass das noch lange schwierig sein wird, selbst wenn die Ferienhotellerie hoffentlich den Sommer schon wieder eine solide Sommersaison wird haben können. Ich werde in 2 Wochen die nächste Gesprächsrunde mit den Vertreterinnen und Vertretern der Nachgastronomie haben. Und es gibt ein großes Verständnis dafür, dass das natürlich ein besonders schwieriger Bereich ist, was die virologische Situation betrifft. Denn natürlich dann, wenn du bis um 4 Uhr früh in einer Clubdisco unterwegs bist, 1000 Menschen eng tanzend unterwegs sind, dann freut sich das Virus über eine derartige Situation und deswegen werden wir das nicht so kurzfristig lösen können und da gibt es ein Grundverständnis. Aber das Gute bei diesem Grundverständnis ist auch, dass diese Branche sehr, sehr kreativ ist, dass sie Vorschläge jetzt gerade im Erarbeiten ist und dass diese Branche auch sehr unterschiedlich ist. Wir haben kleine Bars zum Beispiel, die muss man sich völlig anders behandeln und da werden wir früher zu Lösungsansätzen und zu Lösungskonzepten kommen. Ich merke aber auch bei den Besitzern, bei den Geschäftsführerinnen, Geschäftsführern großer Clubs, dass es auch da ein höchstes Maß an Kreativität gibt, wie man etwa mit anderen Nutzungsformen auch den wirtschaftlichen Aspekt wieder halbwegs in eine Perspektive bringen kann. Also wir sind da dran und versuchen Lösungen zu realisieren, ohne dass wir ein Risiko in Richtung der weiteren Ausbreitung des Virus eingehen. Noch
eine Frage gesehen, Kleine Zeitung, Herr Jungwirth, und dann noch eine. Vielleicht drei Fragen. Erste Frage, ganz generell, die Regierung hat verständlicherweise erst 2,5 Monate den Österreichern eingehämmert, die 4 Kardinaltugenden, Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz, Hygiene, also Handhygiene und Hausverstand. Jetzt fällt eines dieser Elemente großteils weg, salopp gesagt. Was sagen Sie den Leuten, die jetzt meinen, wenn wir jetzt darauf verzichten können, hätten wir es gleich lassen können? Also zur Frage des Mund-Nasen-Schutzes, ich setze ihn gleich auf. Zweite Frage, nur zum Verständnis, also Supermärkte, Shoppingcenter und Baumärkte ab 15. auch ohne Nasenschutz, ist die Frage. Vielleicht die dritte Frage an den Vizekanzler, wenn die Situation so ist, wie sie ist und wenn sich das verbessert, die Viruslage derzeit, heißt das, dass zum Beispiel im Sport, im Fußball es ab Herbst vielleicht keine Geisterspiele mehr geben muss, sondern dass man schon mit Publikum spielt? Und vielleicht letzte Frage, ist es die letzte Pressekonferenz mit Mund-Nasen-Schutz? Also Entschuldigung, Herr Jungwirth, dass ich bei Ihrer ersten Frage zu lachen begonnen habe. Also ich habe so jemanden noch nicht getroffen, ja? Aber falls mich jemand ernsthaft fragen würde, warum jetzt eine Maßnahme gelockert wird und ob wir uns die dann gleich sparen hätten können, dann müsste ich erwähnen, dass die Situation vor 8 Wochen eine ganz andere war als heute. Dann müsste ich erwähnen, dass es einen Unterschied macht, ob in einem Bundesland in einer Woche ein Neuinfizierter ist oder ob wir österreichweit täglich hunderte Neuinfizierte haben und exponentiell steigende Wachstumsraten. Falls es Ihnen nicht aufgefallen ist, wir haben keine Ausgangsbeschränkungen mehr. Falls es Ihnen nicht aufgefallen ist, die Geschäfte, die Restaurants haben wieder aufgesperrt. Also wir nähern uns der Normalität und das gilt in allen Bereichen. Ist die Maske genauso wirksam wie vor einer Woche und wird sie in einer Woche genauso wirksam sein? Ja, selbstverständlich. Ist die Gefahr, sich anzustecken, etwas kleiner geworden? Ja, Gott sei Dank, sonst könnten wir ja nicht das Land wieder hochfahren. Und je nachdem, wie sich die Situation entwickelt, werden wir ständig die Regeln anpassen müssen. Es wäre doch absurd, dass wir alles zugesperrt lassen und Österreich im Ausnahmezustand versetzen, wenn sich die Situation verbessert. Und genauso wäre es absurd, nichts zu tun und die Hände in den Schoß zu legen, wenn sich die Situation wieder verschlechtert. Wir wissen, dass uns das Virus beschäftigen wird, bis es eine Impfung oder ein Medikament gibt. Das wird ein langer Kampf. Hoffentlich gibt es in ein paar Monaten schon einen medizinischen Fortschritt. Vielleicht dauert es aber auch Jahre. Wir wissen es nicht. Niemand weiß es. Und diese Phase werden wir bestmöglich gemeinsam überstehen müssen. Und da gilt einfach so viel Freiheit wie möglich, so viel Eigenverantwortung wie notwendig. Und ja, die Menschen sind unterschiedlich. Es gibt Unterschiede je nach Regionen. Es gibt Regionen, da gibt es seit Wochen 0 Neuinfizierte und es gibt Regionen, da gibt es relativ viele, gerade in gewissen Gruppen oder gewissen Arbeitsverhältnissen. Und insofern muss auch jeder diese Eigenverantwortung, die man mehr und mehr bekommt, annehmen und jeder kann für sich regulieren, wie er damit umgeht. Ich habe Freunde von mir, die nach wie vor sehr vorsichtig sind und sagen, geh arbeiten, ich mache Sport, ich treffe gern wen, aber in ein Lokal oder in große Einkaufen, das brauche ich nach wie vor nicht. Und ich habe Freunde, die haben sehnlichst auf jeden Schritt der Öffnung gewartet und waren die Ersten überall. Wir leben in einer Demokratie, das gehört dazu. Wenn es gar nicht mehr geht, wenn es unverantwortungslos wäre, dann werden wir sofort wieder einschreiten. Das ist vollkommen klar. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, Eigenverantwortung zuzulassen, dann wollen wir das auch tun. Und ich glaube, der Hausverstand, das war der letzte Punkt, den Sie angesprochen haben, der wird einfach immer wichtiger. Worum geht's denn? Wo bringt die Maske etwas? Sie bringt etwas, wenn man in engen Kontakt kommt mit Menschen, mit denen man sonst nicht viel zu tun hat. Nehmen wir ein Beispiel des Polizisten. Wenn der Polizist vor einem Haus steht und dort mit niemandem zu tun hat, vielleicht sogar noch an der frischen Luft, und da kommt selten wer vorbei, aber er muss dieses Gebäude bewachen, naja, dann wird es wenig Sinn machen, wenn der den ganzen Tag mit dem Mund-Nasen-Schutz dort steht. Wenn er sich einer größeren Menschenmenge
nähert. Und das ist vielleicht sogar ein Einsatz, der etwas mit einem Corona-Verdacht zu tun hat, naja, dann wird sehr, sehr, sehr sinnvoll sein, wenn er den Mund-Nasen-Schutz verwendet. Und ich glaube, das ist die einfachste Erklärung für Sie und für jeden Einzelnen. Und in gewissen Bereichen, dort wo wir es als dringend notwendig erachten, von öffentlichen Verkehrsmitteln bis zum Gesundheitsbereich, da gibt es ohnehin nach wie vor die Regelungen, immer mit der Hoffnung, dass wir die Regelungen weiter reduzieren können und ständig natürlich auch mit dem Verantwortungsbewusstsein, dass wir sie wieder hochfahren, wenn es notwendig ist. Schauen Sie sich Singapur an, schauen Sie sich Südkorea an. Es ist ein ständiges Reagieren auf die Situation. Die asiatischen Länder sind einfach meistens, was diese Krise betrifft, nur ein paar Wochen oder Monate vor uns. Und solange es kein Medikament gibt, solange es keine Impfung gibt, werden wir ständig auf diese Situation reagieren können. Das heißt, ist die letzte Pressekonferenz mit Mund-Nasen-Schutz? Ich weiß es nicht. Es kommt darauf an, wie viele von Ihnen kommen, wie viele in dem Raum sind, wie sich die Zahlen weiterentwickeln. Und vielleicht werden die Regeln auch wieder mal strenger werden müssen, als sie heute sind. Kann auch passieren. Ja, danke schön. Na, wenn wir das unter einem Meter zusammenschieben würden, würden wir es schon brauchen. Jetzt, ich habe großes Verständnis für die Frage vom Herrn Jungwirth, weil er damit was heranträgt, was, wie man sagt, draußen sicher so diskutiert und besprochen wird. Das reicht uns ja auch. Und deshalb ist es uns so wichtig, die Nachvollziehbarkeit auch zu erzeugen mit den Maßnahmen. Und so viel erlaube ich mir aber schon. Ich bitte schon, das nicht als überheblich oder frech zu interpretieren, aber man muss nicht Albert Einstein sein oder jetzt das als logisches Philosophikum betrachten. Aber wäre diese Aussage richtig, dann kann man ja die Herleitung des Kanzlers auf das reduzieren. Ja, wenn ich immer solche Sprünge mache in der Argumentation, dann kann man ja auch fragen, ob der Lockdown überhaupt richtig war. Ja? In Wahrheit ist es so, eine Woche hätte man gar nicht mehr warten sollen, weil dann wären wir angeclasht bei den intensivmedizinischen Kapazitäten. Da verlasse ich mich dann eher auf den Niki Popper, nicht nur, weil er so heißt. Zum Sport. Die Frage bezieht sich aufs Publikum. Da kann man sagen, also da haben wir ja auch, glaube ich, dazugelernt, Vergleichbares vergleichbar gestalten. Und eigentlich haben wir es ja schon so hingebracht, dass hier die Besucherregeln für Veranstaltungen aller Art, typischerweise hat man immer die Kulturveranstaltungen zuletzt im Auge gehabt, gelten auch für andere, also auch für den Sport. Das ist dort gleichwertig. Ob das dann ausreicht für einen Stadionbesuch in einer 50.000er Schüssel, na, wäre spärlich, ist klar. Aber wir schauen uns das an, wie das dann ab 1. September weitergeht, ganz generell. Aber die Publikumsregeln sind überall die gleichen. Ein Spezifikum haben wir in der Bundesliga, gibt es nächste Woche einen Termin. Und wenn es was zu verlautbaren gibt, sind wir ja bekannt dafür, dass wir nicht geizen mit Pressekonferenzen. Das nächste, das wirklich Spannende im Sport ist die Betätigung des Sports. Und da kann ich weitere Schritte ankündigen, weil dort eine besondere Herausforderung vorliegt. Es ist halt der Unterschied, ob ich locker im Meterabstand spazieren gehe irgendwo oder ob ich ständig Kontakt habe. Das nämlich Echtkörperkontakt. Und Sport zeichnet sich ja dadurch aus, auch wenn man es mir jetzt nicht mehr anschaut. Aber wir wissen gemeinsam, dass wir da auf entsprechende fußballerische Karrieren zurückblicken können. Da wird man nur blöde Schmäß zu bestimmten Mannschaften einfallen, wenn man ständig mit 2-Meter-Abstand Fußball spielt. Also so, das ist eine Herausforderung, die werden wir aber angehen. Auch da kann es sein, dass es möglicherweise schneller geht, als alle glauben, weil die Zahlen so gut sind. Ja, wir können sagen, wenn kein Virus da ist, ist der Körperkontakt auch wurscht. Aber Vorsicht, der Gesundheitsminister hat gesagt, wir denken drüber nach und schauen uns das an und es werden Schritte folgen. Letztes, weil mir das wichtig ist, weil ja die Wirtschaft jetzt doch noch einmal, wie ich meine, völlig zu Recht angesprochen wurde über die Nachgastronomie. Es gibt, ganz auf den Punkt gebracht, es gibt Branchen, die nicht nur besonders betroffen sind. Meistens sind sie jene, die besonders betroffen sind und auch der Zeit nach noch länger betroffen sind. Das ist völlig klar. Das war ja keine vollständige Aufzählung. Bei der Nachgastronomie wissen wir es. Es ist nicht unser Anliegen, dass die ausgehungert werden. Ja? Wir sind nicht die neuen Puritaner und sagen Nachgastronomie pfui. Nein, wir haben eine andere Aufgabe, wir müssen schauen, wie wir die drüber heben. Also, und da muss natürlich everything it takes, was bedeuten, die
brauchen eine wirtschaftliche Unterstützung und wenn es bis zum Winter geht oder was weiß ich, dass diejenigen, die vorher nicht insolvent waren, nachher wieder aus der Krise rauskommen können. Was können denn die dafür? So, das wird die Aufgabe sein und wenn welche zwischenzeitig, wie der Herr Gesundheitsminister angedeutet hat, kreativ werden, was dieser Branche ja immanent ist, dann wird es gut sein, aber man wird ihnen den Restschaden trotzdem abdecken müssen, weil sonst würde das entstehen, dass ein paar verschwinden, die wirklich nichts dafür können. Und das gilt für alle Branchen, aber ein paar trifft es eben besonders und deshalb wird es auch Sonderpakete geben müssen noch. Tageszeitung, Herr Sablatnik. Vielleicht noch eine Nachfrage zu den Grenzen. Das, was Sie gesagt haben, ist quasi, wenn ich von Salzburg nach Kufstein durchfahre, aber was ist, wenn ich wirklich ein paar Tage wo im Ausland war? Wie schaut es dann aus bei der Rückkehr mit Test? Das war die eine Frage. Die zweite Frage, die Regionalisierung. Herr Gesundheitsminister, wenn ich Sie richtig verstanden habe, regionale Erleichterungen gegenüber dem, was Sie als Standard präsentiert haben, sind nicht vorgesehen, sondern nur Verschärfungen, wenn es notwendig ist. Habe ich das richtig verstanden? Und vielleicht die dritte Frage, geht ein bisschen in die Frage der sportlichen Betätigung, aber wird es an den Schulen in diesem Schuljahr noch Turnunterricht geben? Ich kann die dritte und die erste Frage übernehmen. Dritte Frage, ich habe vorher schon verwiesen auf den Bildungsminister, der morgen noch einmal Details zur Schule präsentieren wird. Und zur ersten Frage, ja, wenn man ein paar Tage im Ausland war, ist die Situation eine andere. Das kann man nicht vergleichen. Und da gelten selbstverständlich die bestehenden Bestimmungen. Und das ist bis zum 15. Juni eben so, dass man entweder einen Test braucht oder 14 Tage in Quarantäne muss. Das wird aber mit 15. Juni ein Ende haben mit all den Ländern, wo wir diese Vereinbarung zustande bringen. Mit drei ist es schon fix. Mit den östlichen Nachbarländern sind wir in guten Gesprächen. Auch was Slowenien betrifft, gute Gespräche. Und Italien eben die Sondersituation aufgrund der Lage, was die epidemiologischen Zahlen betrifft. Ja, das kann man nicht wegleugnen. Wir beobachten nicht nur unsere Zahlen täglich, sondern auch die unserer Nachbarn und werden da noch die Entwicklung bis Mittwoch abwarten und dann versuchen, eine möglichst treffsichere Entscheidung zu treffen. Ja, vielleicht noch einmal als Ergänzung, was die Regionalisierung betrifft. Das war die zweite Frage, die von Ihnen gekommen ist. Ja, es ist so, wir haben versucht, die Lockerungsvorschläge, die von den Landeshauptleuten auch in Form von Regionalisierungsvorschlägen gekommen sind, weitestgehend in dieses Paket von heute aufzunehmen als bundesweite Lockerungen. Und ich glaube, das ist gut so und da wird es auch, glaube ich, Verständnis seitens der Länder und ich hoffe auch sehr Zustimmung seitens der Länder geben. Und wenn es tatsächlich Probleme gibt in der einen oder anderen Region, dann werden wir uns zusammensetzen. Das funktioniert hervorragend mit den Bundesländern und dann werden wir entweder länderspezifische Reaktionen verankern müssen oder wenn es eine Angelegenheit ist, die sich ohne dies breiter darstellt, wird es in Richtung bundesweiter Reaktionen geben müssen. Das hängt total vom Anlassfall ab und da brauchen wir einfach eine sehr große Flexibilität in dieser Situation und eine große Geschwindigkeit, dass wir schnell reagieren. So, dann die letzte Frage von AGTV, der Herr Adil, bitte. Mein Name ist Adil Elmas, Tagesjournal Österreich TV-Programm. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, man darf in 32 Länder reisen. Wieso ist die Türkei hier nicht begriffen? Muss bei der Ausreise aus der Türkei ein Test gemacht werden? Und müssen Reisende ein- und ausreisen in die besagten 32 Länder einen Test machen lassen? Dankeschön. Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Ich kann es ja allgemein beantworten. Es gibt keine Diskriminierung einzelner Staaten, sondern es gibt eine genaue Betrachtung der Ansteckungsgefahr und der Gesundheitssituation in jedem einzelnen Land. Und der Vorschlag der Europäischen Kommission, den ich gut empfinde, ist, dass wir zunächst einmal Lösungen für unsere Nachbarstaaten finden, jedes Land für sich. Das findet gerade in Europa statt. Mittwoch sollte der Prozess für Österreich abgeschlossen sein und eine Regelung für alle Nachbarländer dann gewährleistet sein. Und darüber hinaus gibt es natürlich die stetige Entscheidung im Außenministerium, für welche Länder Reisewarnungen ausgesprochen werden und wo diese Reisewarnungen entweder gänzlich oder partiell zurückgezogen werden können. Das ist keine politische Entscheidung von mir im Bundeskanzleramt, sondern eine Abstimmung zwischen Außenamt, auch mit den Gesundheitsbehörden, die wir haben.
Und was die Reisetätigkeit derzeit betrifft, ist es so, dass der Flughafen Wien einer der ersten war, der Kapazitäten geschaffen hat, dass Testungen stattfinden können, sowohl bei der Wiedereinreise oder der Einreise nach Österreich als auch bei der Ausreise. Ich bin dem Flughafen sehr dankbar. Es ist ein wirklich gut funktionierendes System, wo man innerhalb von weniger Stunden eine Testung erhalten kann. Also ein System, das einem sozusagen das vorher schwierig vielleicht zu bekommende Gesundheitszeugnis erspart. Und solange es keine anderen Regeln gilt eben das, dass man ein Gesundheitszeugnis braucht oder eben diesen Test am Flughafen, ist eigentlich ein internationaler Standard. So, dann jeder, der aufgezeigt hat, war dran. Dann vielen Dank an die Vertreter der Bundesregierung. Ihnen danke vielmals fürs Kommen und für Ihre Aufmerksamkeit.